So, hi Leute. Also, es hat sich tatsächlich doch noch was getan vor der politischen Sommerpause, jetzt in Berlin. Und zwar liegt jetzt wohl der Referentenentwurf zum CanG, dem Cannabis-Regulierungsgesetz, will ich es mal nennen, vor. Und zwar spezifisch um Säule 1. Es wurde ja erst, hieß es, keine Edibles und kein Vermengen mit Tabak und solche Sachen. Jetzt in dem neuen Entwurf, der jetzt vorliegt, ich werde das euch unten natürlich den Link teilen, weil ich möchte, dass ihr auch da reinschaut, wenn ihr Interesse habt. Da ist jetzt über Edibles in der Form so nichts mehr zu finden. Das heißt, also es ist auch ganz anders geschrieben. Die Art und Weise, wie es geschrieben ist, schließt einige Sachen schon ein und andere Sachen schließt es im Grunde genommen aus. Und zwar, es geht ganz viel um die Cannabis-Anbauvereinigung. Es wären keine Social Clubs, zumindest nach dem jetzigen Entwurf. Der kann sich natürlich noch ändern in der Abstimmung. Auf jeden Fall, ja, der Konsum in den Vereinsräumlichkeiten soll dementsprechend verboten bleiben, auch bis 200 Meter vor der Türe quasi. Dasselbe ist bei Kindergärten und Schulen und Jugendeinrichtungen in der Form auch. Keine 200 Meter bis vor dem Eingangsbereich dieser Einrichtung. Ja, über den Konsum oder der Handel und Vertrieb ist im Grunde genommen, bleibt eigentlich verboten. Es gibt eine Ausnahme. Ausnahme sind halt Erwachsene ab 18 Jahren. Das könnt ihr euch selber mal angucken. Ich blende das auch hier ein. Und zwar, das Ganze heißt übrigens Gesetz zum kontrollierten Umgang mit Cannabis und zur Änderung weiterer Vorschriften. Also ja, ein interessanter Name. Und ich glaube, das Wichtigste für, zumindest was mich jetzt so interessiert hat, das ist natürlich auch der Eigenanbau zu Hause und wie ich damit umgehen darf. Und dementsprechend, soweit ich das jetzt mit meinem Verständnis für die juristische Sprache oder politische Sprache, wie auch immer ich es nennen soll, und wie das geschrieben ist auf diesen 163 Seiten, ist für mich im Grunde genommen, wie ich zu Hause damit umgehen darf. Also es scheint wohl trotzdem, Edible-Handel ist wohl ausgeschlossen wegen Handel und auch die Anbauvereinigungen dürfen das auch nicht verarbeitet oder so weitergeben. Steht drin, und für zu Hause steht im Grunde genommen für direkten Konsum. Das heißt, du darfst also jetzt anscheinend doch auch eine Dinnerparty machen, darfst damit Cannabis kochen und darfst deine Leute zu Hause halt konsumieren lassen. Es steht nichts von Rauchen mehr, sondern konsumieren lassen. Also das ist wohl möglich, aber halt kein kommerzieller Edible-Handel. Das ist jetzt mein Verständnis dafür. Ich denke, vielleicht der ein oder andere von euch kennt sich noch ein bisschen besser mit der Rechts- oder Gesetzesgebung und deren Schreibformen aus. Ich habe es auch jetzt im Großen und Ganzen nicht wirklich ganz studiert, die 163, sondern habe nur grob oder habe versucht rauszusuchen, wie das mit Edibles ist, aber da es nicht spezifisch aufgegriffen ist, war das halt relativ schwer. Man findet auch ganz viele andere interessante Punkte. Ich zeige das auch nochmal, dass man sich das selber angucken kann. Also Samen aus EU-Staaten darf man mit einführen, alles klar. Ja, bei den Anbauvereinigungen, wie ich halt gesagt habe, da liegen also Weitergabe von Konsumcannabis in kontrollierter Qualität und nur in Reinform. Also dementsprechend sind Edibles da halt auch ausgeschlossen in der Sache. Und ja, die Extrahierung, und das gilt wohl allgemein, auch für zu Hause anscheinend, die Extrahierung von Cannabinoiden einschließlich Tetrahydrocannabinol, also THC, und Cannabidol, CBD, aus der Cannabispflanze ist verboten. Also ja, okay. Kein Extrahieren, aber direktes Mitarbeiten. Das ist mein Verständnis. Wenn ihr es anders lest oder seht, wie gesagt, der Link ist unten drin. Bitte kommentiert, sagt mir, wie ihr das... Sagt mir einfach eure Meinung zum ganzen Gesetz. Sagt mir, ob ihr irgendwas Spezifischeres über die Verarbeitung von Cannabis auch in Lebensmitteln findet. Und ja, dann warten wir mal bis August. Dann soll es weitergehen. Hoffentlich dann noch endlich die Umsetzung. Und dann bis dahin, stay safe. So, kurze 6 Sekunden Add-on für die 420.